Und auf Millionärsgattin Olga Roh wartet an ihrem 6. Wohnsitz Hongkong die erste Herausforderung. Die Katalogbilder für ihre neue Kollektion müssen fertig werden. Millionärsgattin Olga Roh in Hongkong hat den Nachmittag mit ihren Kindern und der Nanny verbracht. An der Poolanlage oberhalb ihres neuen Hauses mit Blick auf die Stadt. Auch der Millionärsnachwuchs, in diesem Fall Söhnchen Stefan, zeigt dabei normale kindliche Bedürfnisse. Wieso entscheidet Mama eigentlich, wann ich aus dem Wasser muss? Du willst schwimmen. Weil Olga in Modedesign macht, hat sie in Hongkong eine Kleiderfabrik gekauft und sich den weltweit 6. Wohnsitz zugelegt. Wohnungen hat Familie Roh in Monaco und Paris, Häuser in London, Moskau und der Schweiz. Naja, und jetzt eben in der ehemaligen britischen Kronkolonie. Es ist wunderschön auf dem Peak und sehr, sehr rar. Das bekommt man eigentlich überhaupt nicht mehr. In Hongkong gibt es fast keine Häuser in dieser Art. Und das dürfen wir genießen. Genauso wie ihre Terrasse. Sowas gibt es selten in der eng bebauten Stadt. Da sind wir in unserem Garten, in so einem kleinen Gärtchen. Der ist noch nicht eingerichtet, das ist noch nicht gemacht. Und soweit werde ich mich darum kümmern. Für die außen eher unscheinbare Immobilie sind 20.000 Euro Miete im Monat fällig. Aber Roos überlegen ohnehin, das Haus zu kaufen. Preis geheim. Unter 8-stellig wird es aber wohl nicht klappen. Eingerichtet hat man sich mit chinesischen Antiquitäten. Selbstverständlich auch in den Kinderzimmern. Wir müssen die Kinder dran gewöhnen, das sind schöne Sachen. Und da wird aufgepasst, vielleicht andere Sachen dann weniger. Der Kleine hat schon so Kleber an die Wand drauf getan. Das macht mich überhaupt nicht irgendwie so weit nervös. Nö, nervöser macht sie, dass sie noch keinen eigenen fahrbaren Untersatz hat. Und das will Olga noch heute ändern. Denn alle bisherigen Autos der Familie sind in Monaco. Ein schnuckeliger Rolls-Royce wird zur Probefahrt bestellt. Nett, doch kaum vor dem neuen Haus angekommen, gibt's eine Überraschung. Irgendwie ist der Platz vor dem Haus nicht unbedingt für Limousinen über 6 Meter Länge geeignet und die Garage auch nicht. It was not very easy to fit it inside. Das ist freilich ein echtes Problem. Das ist ein extra großes Auto. Es gibt noch einen Rolls-Royce Ghost, das ist ein bisschen kleiner. Ich habe jetzt gerade erklärt, für ihr Haus ist besser groß geeignet, also nicht Phantom. Was allerdings wirkt nicht das Gleiche, es sieht nicht gleich aus. Aber ja, dieses Auto ist halt so ein Dream Car. Ausgeträumt, zu lang ist zu lang. Die gebürtige Russin, die als Kind in adeligen, aber finanziell eher einfachen Verhältnissen aufgewachsen ist, kommt auch mit weniger zurecht. Es gibt noch andere Autos und mit den soeben gesparten 500.000 Euro kann man jetzt ganz beschwingt shoppen gehen. Do you have 500 S500? Sure, we have 500 in stock. I would like to see 500 if you have it in stock here. Yeah, but this pay car is 350. You don't have it in exposition today? No. Okay, but I will be really especially interested in 500, S500 only. Dann muss sie wohl später wiederkommen. Aber zufällig ist auch noch der Shop einer anderen Luxusautoschmiede um die Ecke. Mit Fahrzeugen dieses Typs hat Olga schon in Monaco ganz gute Erfahrungen gemacht. An der Côte d'Azur ist sie allerdings meist selbst gefahren. Hier in Hongkong steht die zweite Reihe im Mittelpunkt. Oh, okay, I see. So, and the wheel is very spacious. Mhm. Also ist das normal, dass man bei so einem Auto hinten Platz nimmt, dann, wenn man sowas kauft? Normal ist es nicht. Also für Hongkong ist es normal. In Monaco war das gut durchaus denkbar, dass man dann selber an Steuer geht. Also da würde ich jetzt nicht fahren. Also ich bin nicht so ein Spezialist von rechts gesteuerten Autos. Da würde ich jetzt nicht ans Steuer gehen, nicht morgen. Am Ende entscheidet sich Olga für einen Bentley und einen S-Klasse Mercedes und kann sich morgen endlich wieder dem Business widmen, dem Lookbook-Shooting für ihre neue Kollektion. Ob es allerdings wirklich eine gute Idee war, dafür ein junges Mädchen zu buchen, das keine Setcard hat und schon zum Casting zu spät kam, abwarten. Zurück bei Millionärsgattin Olga Roh in ihrer frisch gekauften Kleiderfabrik in Hongkong. Nachwuchsmodel Louise, beim Casting noch unpünktlich, steht tatsächlich zum Lookbook-Shooting bereit. Potenzielle Einkäufer bei Olgas Modelabel sollen durch die Fotos einen Überblick über die neue Kollektion der Designerin bekommen. Und das will Olga natürlich persönlich regeln. Nicht posen, einfach Lookbook, du kannst fröhlich sein. Also du brauchst nicht irgendwie ein besonderes Gesicht zu sehen, also einfach normale, glückliche Frau, okay?
An die 80 verschiedene Outfits sollen heute noch in den Kasten. Da muss sich das Fototeam ein bisschen ranhalten. Olga will das fertige Lookbook nämlich möglichst schnell rausschicken, um ihr Label bekannter zu machen. Oh, you are so kind. Thank you. Upgraded. Business class. Ladies, you are too not fast enough for me. Auch für Luise, zarte 16 und Schülerin, ist es ratsam, den Zeitaufwand so klein wie möglich zu halten. Die Unternehmertochter, die seit 3 Jahren mit ihren Eltern in Hongkong lebt, sollte nämlich eigentlich gerade ganz woanders Fleiß an den Tag legen. Für die Newcomerin ist es eine große Chance, für ein Modelabel zu arbeiten, das quasi gerade erst auf dem Weg nach oben ist. Denn wenn sie hier einen guten Job abliefert, kann sie davon ausgehen, dass sie wieder gebucht wird. Und je bekannter Olgas Label wird, desto bekannter wird sie. Das heißt vor allem eins, bloß keine Fehler machen. Maybe you should ask her what to do. No, I should not stay staring. Can you please quickly talk to her what to do? Is that a little bit Not for this dress. No. I will just announce if I need some posing. Olga weiß genau, was sie will, und sie arbeitet hart dafür, auch an diesem Tag bis in die Dunkelheit. Selbst beim Dinner werden noch Entwürfe für die übernächste Kollektion diskutiert. Und damit Ngosai auf Wiedersehen zu der Geschäftsfrau aus Hongkong, Monaco, London, Paris, Moskau, der Schweiz und bald, so sagt sie, auch noch Berlin. Schön, wenn man in der ganzen Welt zu Hause ist. Das war unser Exklusiv-Spezial, das Leben der Superreichen. Schön, dass Sie dabei waren. Wir melden uns morgen wieder mit dem Star-Magazin, wie immer um 18:30 Uhr. Schönen Abend und tschüss.